1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Leute. Und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer offenen und freien Themenrunde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch hier bei uns unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht. Wir fangen sofort an. Das ist Rolf und Rolf ist 52. Guten Morgen. Buongiorno. Buongiorno. Nee, nicht Buongiorno, ich bin in Köln. Was hast du gerade gesagt zu mir? Köln-Giorno, Jürgen. Köln-Giorno. Köln-Giorno. Ich verstehe. Um was geht's denn, Rolf? Also ich rufe eigentlich an, wegen der... Ich habe es aus Liebe getan. Ah ja. Ja. Ich habe es aus Liebe getan. Ich habe quer geheiratet. Du hast quer geheiratet? Ja. Was heißt das? Ich habe... eine Frau aus Kiew geheiratet. Eine verheiratete Frau aus Kiew geheiratet. Eine Frau, die in Kiew verheiratet war. Richtig. Ja. Also um das mal ganz kurz und ganz einfach zu erklären. Ich habe 89 habe ich so eine Hilfsaktion gemacht nach dem Tschernobyl. Mhm. Und habe unter anderem annonciert in der Zeitung, dass ich doch dafür ganz gerne also noch Kinderkleidung und Medikamente und Spielzeug und noch und nöcher haben wollte. Mhm. Bin dann also reichlich bedient worden, sodass der LKW also wirklich rappelvoll geworden ist. Mhm. Und bin dann nach Kiew gefahren, weil die Kinder von Tschernobyl nach Kiew ins Krankenhaus gebracht worden sind. Ja, ja. Eine liebe, nette Frau in Bonn hatte mich dann gebeten, einen Karton, eine Kiste mit irgendwelchen Sachen nach Kiew zu bringen, zu einer Privatadresse. Mhm. Und das habe ich natürlich dann auch getan. Mhm. Und da ist dann der absolute Knaller passiert. Ich habe da geklingelt. Ja. Und da steht da Shakira, 1,78, 90, 60, 90. So hast du es gleich geschätzt ungefähr. Ja. Und habe gesagt, das ist doch wirklich der absolute Brüller. Weißt du, wenn man von einer Rassefrau spricht, dann hat man immer sowas Schwarzhaariges, dunkle Augen, super Figur. Und genau das hat sprichwörtlich vor mir gestanden. Shakira. Shakira pur. Und nur noch ein Häppchen besser. Wie wir Kölsche sagen. Hey, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass du in der Zeit gar nicht so vielleicht... solche Sachen geachtet hast, weil die Situation so ernst war und du dich um die Hilfslieferung gekümmert hast. Entschuldige, wenn ich das da so zwischenfahre, aber das war schon abgeschlossen. Ach so, ach so. Das war das letzte Paketchen, was ich da noch hatte. Ach so, dann hat's ja frei. Und ich hatte dann frei. Ja. Und wie gesagt, also als ich dann dieses Paket dahin gebracht habe, da und die Türe öffnete sich und da steht da also so ein dermaßen Schuss vor mir, dass ich gedacht habe, also das kann nur am Ende des anderen Planeten sein. Konntest du denn zu der Zeit Russisch? Nein. Nein. Das heißt, wir haben beide in der Deutschen Demokratischen haben die studiert. Wo haben die studiert? In der Deutschen Demokratischen Republik. Ja. Du neigst zum Scherz, ne? Ach ja, man kann ja auch mal ein bisschen locker sein. Ja, auf jeden Fall. Haben die mir beide dann erzählt, dass sie dann in der ehemaligen DDR studiert haben. Mhm, und dann kam es dann irgendwann, wurde dann eruiert, wie können die beiden denn jetzt also nach Deutschland kommen. Mhm. Das ist ja nur das erste brennende Thema, was jeder von denen auf den Lippen hat, der im Ostblock gewohnt hat damals, wo es noch erheblich schlimmer war als jetzt. Mhm. Und dann bin ich auf die Idee gekommen zu sagen, lasst euch scheiden, ich lasse mich scheiden, ich rede mit meiner Frau, wir lassen uns dann entsprechend auch scheiden und wir werden dann quer heiraten. Ach, jetzt verstehe ich das mit quer heiraten erst. Ja. Das heißt, du hast dich von deiner Frau hier in Deutschland scheiden gelassen. Richtig. Aber du warst ja nur auch, das war ja nicht nur ein netter menschlicher Akt, sondern du warst ja auch scharf auf die Frau. Das ist
sehr harmlos formuliert. Sehr harmlos formuliert. Ja. Hat denn Ihr Ehemann in Kiew das auch gleich schon gewittert, dass du nicht nur freundlich bist? Ich bin doch freundlich gewesen. Also er hat das schon gewittert. Aber ja. Weil man also selbst jeder Kiewianer hat dieser Frau hinterher, ist ihr hinterher geschlichen und beziehungsweise die kannst du keine 10 Minuten allein. Hatten die denn eine gute oder glückliche Beziehung? Also ich denke mal, dass die zu dem Zeitpunkt noch ganz nett und ganz in Ordnung war. Ja. Just in dem Moment, als ich da aufgekreuzt bin und 10 Zentimeter größer war als ihr Mann. Aha, das heißt, du hast auf sie auch Eindruck gemacht. Ja. So, dann ist das tatsächlich zu dieser sehr ungewöhnlichen Konstellation gekommen. Du Scheidung, die Scheidung. Du hast sie geheiratet, damit sie hier rüberkommen kann. Meine Frau hat ihn geheiratet, in einem guten Glauben, dass wir uns hier wieder scheiden lassen und dann das Ganze wieder umdrehen. So, du Schlingel, genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Du hast deiner Frau, deiner Ehefrau in Deutschland, nicht reinen Wein eingeschenkt. Nee. Ja. So kann man sagen. Kann man das sagen. Ja. Das heißt, das klingt im ersten Moment lustig, aber war natürlich dann für deine Ehefrau war das natürlich der krasseste Hammer, ne? Dafür ist sie jetzt mit meinem Bruder verheiratet. So, sagst du. Der ist auch nicht schlecht. Bist du denn mit Shakira noch zusammen? Ja. Du bist mit ihr noch zusammen? Ja. Ah ja. Bin ich also noch angerufen worden von deinem Redaktionskollegen. Ja. Und dann habe ich dann also etwas lockerer ins Telefon da reingeholt. Katze! Ach so, ich nenne sie mal Katze. So nennt man sich. Ja. Ja. Was ist denn aus deiner ehemaligen Ehefrau und dem ehemaligen Mann von Shakira geworden? Ja, also der ist nach der Scheidung von meiner Ex-Frau ist er wieder nach Kiew gegangen und hat die Cousine von meiner Frau geheiratet. Die Cousine von, ich verstehe. Und es war in der Zeit so möglich, aus der Sowjetunion rauszukommen, durch eine Heirat. Ja, das ist ja rein formal gesetzlich, ist das ja Familienzusammenführung. Verstehe, ja. Und da kann auch kein Präsident was gegen machen. Aber gab es denn nicht dann schlimme Auseinandersetzungen zwischen deiner, ich sag mal in Anführungszeichen, alten Ehefrau und dir? Das habe ich so dermaßen vermieden, indem ich also sofort dann umgezogen bin mit meiner dann neuen Göttergattin und habe dann sofort klar gesagt, weißt du was, das ist ein absoluter Traumtyp, das ist eine Frau, wo man sich alle 10 Finger nachlegt. Ich hoffe nicht, dass du ihr das so gesagt hast, denn das wäre ja sehr verletzend für sie gewesen. Denn das bedeutet dass du dir die Finger nach ihr nicht geleckt hast. So war es wahrscheinlich auch, aber das sagt man natürlich niemandem. Natürlich war das so. Ja, aber sagt man ja. Warum sollte ich denn dann unehrlich sein? Ja, man muss es ja nicht zutaten. Wenn das sowieso schon in der Richtung gelaufen ist, wo man von vorne bis hinten nur sagen musste, das ist ein Lug und Betrug, nur von meiner Seite aus war es also sofort und an Ort und Stelle war es also Feuer und Flamme, große Liebe. Wie war denn deine Beziehung zu deiner Ehefrau, zu der ehemaligen Ehefrau? Gut oder wackelig schon ein bisschen? Gedachterweise sehr gut. Ja, aber vom Herzen letztendlich nicht. Doch. Doch. Gedachterweise sehr gut. Aber wie das nun mal so ist, Männer können besser gucken. Ja. Und bei der Frau habe ich eben ganz besonders gut geguckt. Ja. Und ich habe mich also wirklich von Hals über Kopf, habe ich mich also in diese Frau dermaßen verknallt. Also, wir einigen uns darauf, ne? Männer sind Schweine. Ja. Okay. Ja, natürlich. Du grüßt mir deine nette Frau Shakira herzlich. Ja, und Galina. Ich wünsche euch beiden eine schöne Zeit weiterhin und alles Gute. Ja, vielen Dank. Lieber Rolf, tschüss. Ich wünsche dir gute Arbeitslaune. Ja, danke schön. So, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser Nummer oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Andrea. Andrea ist 24. Guten Morgen. Hallo Andrea. Hallo Andrea. Schön, dass du da bist. Ja, was geht's? Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber... Vergeht gleich. Okay. Um was geht's denn? Also bei mir geht's darum, dass ich mit 19 meinen damaligen Freund kennengelernt habe, jetzt Ex-Freund. Mhm. Und
Ja, also die ersten 2 Monate waren super schön und ja, dann hat sich herausgestellt, dass er drogenabhängig ist. Mhm. Wie hast du es gemerkt? Also er hat sich das nicht gespritzt, deswegen konnte man zuerst äußerlich gar nicht so merken, mhm. aber ich habe dann irgendwann von Freunden das gehört, so konnte das gar nicht glauben, weil ich das auch nie irgendwie so wirklich ihn also auf Droge erlebt habe. Mhm. Und ja, habe ihn dann angesprochen. Ja. Und also er ist also ausgewichen und meinte, nein, das stimmt nicht. Und ja, bis er das dann irgendwann doch zugegeben hat. Und was waren das für Drogen? Waren das harte Drogen? Ja, also es war also Haschisch und dann Koks und ja, also schon harte Drogen. Mhm. Heroin auch? Ja, auch, aber also mehr Kokain. Mehr Kokain, ja. Ja. So, das hast du nach 2 Monaten rausbekommen. Das ist ja dann erstmal eine Enttäuschung, wenn man das dann mitbekommt von einem Freund, in dem man verliebt ist. Ja. Und wenn der das erst auch noch abstreitet und hin und her. Und wie ging es dann weiter? Ich habe mich damit abgefunden. Also ich war so blind vor Liebe, mhm. dass ich das so mitgemacht habe und auch irgendwie keinen Versuch unternommen habe, ihn davon loszubekommen. Hat er den Versuch, dich da auch noch mit reinzuziehen? Ja. Das heißt, er hat dir also Sachen angeboten, hier, probier doch mal. Ja, das kam automatisch dann. Und hast du es gemacht? Ja. Also du hast auch gekokst? Genau. Habt ihr beide dann sehr heftig konsumiert? Ja, also es ging dann irgendwann so, dass ich auch drogenabhängig wurde. Mhm. Und wie habt ihr das finanziert? Ich meine, Kokain ist ja eine sehr teure Droge. Ja, also am Anfang ging das noch. Ich war dann so blind und habe meine ganzen Sparkonten alles aufgelöst. Und wie viel Geld hast du da reingepumpt? Also bestimmt 7.000. Also erst waren es ja Mark und dann Euro. Ja. So 7.000. Also schon eine ganze Stange Geld, was man sich so erspart hat. Und das Sparbuch war geplündert danach. Genau. Mhm. Und ja, als am Anfang kein Geld mehr da war, da kam dann die Frage, was jetzt? Mhm. Und dann bin ich anschaffen gegangen. Dann bist du anschaffen gegangen? Ja. Um das finanzieren zu können. Um das finanzieren zu können, um weiterhin deinem Freund deine Liebe zu zeigen, dass du bei ihm bist und dass du für ihn da bist. Ja. Dann bist du wirklich anschaffen gegangen? Ja. Wo bist du auf einen Straßenstrich gegangen oder hast du in einem Club gearbeitet? Wie hast du das gemacht? Ja, das war ein Straßenstrich, war das. Straßenstrich, also das ist ja das mit das Härteste, ne? Ja, also... Wie lange hast du das gemacht? Ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre? War das, ja. Wie war denn das für dich, so etwas zu machen? Also am Anfang ekelt man sich und man denkt dann so, ja, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Aber wenn man sich dann mit den Drogen betäubt, dann ist dann das irgendwann wirklich egal. Also mir war es irgendwann. Ach so, du hattest dann meistens deine Kunden, deine Freier, wenn du dir eine Nase vorher reingezogen hattest. Ja, mhm. Genau. Ich bin auch relativ schnell schwanger geworden. Aber nicht von einem Kunden? Nein, nein, von ihm. Von ihm. Mhm. Das heißt, ihr hattet dann auch noch Sex miteinander? Genau. Dann warst du schwanger und bist trotz deiner Schwangerschaft noch auf den Strich gegangen? Anfangs ja. Puh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und dann kam das Kind und dann? Und dann war erstmal wieder mehr Geld da. Da war mehr Geld da? Ja, also so hart das klingt, so bitter. Also dann das Kindergeld und... Ach so, so meinst du das. Mhm. So. Aber das Kind ist dann gesund zur Welt gekommen? Weil, so habe ich es gerade verstanden, du hast doch dann auch während der Schwangerschaft auch Kokain genommen. Genau. Und, aber das Kind hat keine bleibenden Schäden davon zurückgetragen. So, jetzt war das Kind geboren, dann kam etwas Geld vom Staat. Genau. Und bist du denn dann danach nochmal auf den Strich gegangen? Ja. Nochmal? Ja. Und wer hat sich währenddessen um das Kind gekümmert? Mein Freund damals. Boah, das klingt ja alles sehr krass. Das, ja, das war auch... Das klingt ja krass.
Und das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Du bist jetzt 24 und das fing an, als du 19 ungefähr 20 warst, ne? Ja. Ja, und dann kam auch das zweite Kind schon. Also wir haben zwei Kinder zusammen. Auch und während der Schwangerschaft gekokst? Ja. Und das Kind ist Gott sei Dank auch gesund? Genau. Genau. So, wann bist du denn mal aufgewacht und hast gedacht und kapiert, so geht das nicht? Als mein Freund dann verhaftet wurde und ich alleine da stand. Wie lange liegt das jetzt zurück? Also er ist jetzt 2 Jahre inhaftiert. Ja. Und ungefähr ein Jahr lang, also er war ein Jahr in Haft, da habe ich also noch zu ihm gehalten und habe irgendwie gesagt, ja, ich gebe das nicht auf und wir schaffen das und ja, aber dem war nicht so. Also du bist jetzt im Moment richtig getrennt von deinem Freund. Genau. Ist er noch im Knast jetzt? Ist noch, ja. Ist noch im Knast. Und wenn ich jetzt gerade ganz schnell mitgerechnet habe, bist du erst seit einem Jahr von dem Freund getrennt, richtig? Ja, genau. Bist du denn jetzt auch seit einem Jahr, ich sag mal, clean? Ja. Das heißt, du nimmst keine Drogen mehr? Nein. Ist dir das denn so einfach gefallen, so von heute auf morgen davon wegzukommen, oder hast du eine Therapie gemacht? Also ich habe eine Therapie gemacht. Das war auch, also aus der jetzigen Sicht das Beste, was ich machen konnte. Ja. Weil ich weiß, als wenn es gestern gewesen wäre, ich bin morgens aufgewacht. So komisch das klingt. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt nichts mache, dann verliere ich meine Kinder und am Ende sterbe ich vielleicht auch noch. Ja, ja, manchmal schaltet sich so ein Schalter im Kopf um von heute auf morgen und man kapiert es. Ja. Du hast ja mit hohem Risiko gespielt. Du hast zweimal die Gesundheit deiner Kinder auf das Spiel gesetzt. Ja. Ne, aber mit schlimmstem Risiko hast du gespielt und hast Glück gehabt. Ja, ich hätte sie auch umbringen können. Du hättest sie umbringen können oder sie hätten krank sein können, sie hätten behindert sein können, sie hätten viele Schwierigkeiten dann in ihrem Leben haben können und so weiter. Ja. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das war wirklich Blindheit aus Liebe, dass du... Ja. Ja, also alle, also Familie, Freunde und so, da war hinterher gar keiner mehr da, weil die irgendwann aufgegeben haben. Also ohne den Typ wärst du dann nie und nimmer reingezogen worden in diese Welt? Nein, ich aus jetziger Sicht glaube ich nicht, weil ich war eigentlich ein gut behütetes Kind. Ja. Ich hatte ein tolles Zuhause und... Wie hast du denn eigentlich jetzt diese, ich meine, das ist ja schon eine sehr dramatische Erfahrung, wenn du doch einige Jahre jetzt auf dem Straßenstrich gearbeitet hast. Wie hast du denn das so seelisch weggesteckt? Also noch gar nicht. Also ich bin dabei, das aufzuarbeiten mit Therapeuten und... Ah, du bist ja in Kontakt mit Fachleuten. Ja, Und wie läuft dein Leben jetzt so? Du bist alleinerziehende Mutter. Genau. Und wie finanzierst du dich? Durch staatliche Zuschüsse und Mittel? Also zurzeit noch. Ja. Weil, also ich lebe jetzt noch nicht so lange mit meinen Kindern wieder zusammen. Erst 2 Monate. Achso, die waren eine Weile weg, während du in Therapie warst, genau. Oder? Genau. Ah ja. Und ich habe Depressionen und... Also ich brauche noch ganz viel Unterstützung und Rückhalt, damit ich also mein Leben wieder einigermaßen normal auf die Reihe kriege. Wobei ich schon glaube, dass die Kinder dir sicher da große Kraft geben, ne? Ja. Und dich auch anfeuern, weiter nach vorne zu gehen. Ja, doch. Wo waren die Kinder, während du in Therapie warst? In Pflegefamilien. In Pflege. Manchmal kann man ja auch Kinder in die Therapien mitnehmen. Das ging bei dir aber nicht. Also ich hatte den Jüngsten mitnehmen können, aber da hätte ich hatte ein zu schlechtes Gewissen, also einen mitnehmen, einen in eine Pflegefamilie Und da habe ich gesagt, war das vielleicht jetzt die bessere Lösung, ihr seid ja alle zusammen und was sind deine Pläne? Möchtest du irgendwann, ich gehe mal davon aus, dass du auch keinen ordentlichen Schulabschluss hast machen können, oder doch, hast du einen? Doch, also einen Schulabschluss habe ich schon gemacht. Den hast du gemacht, aber keine Ausbildung wahrscheinlich. Nee. Ist sowas irgendwie noch in der Planung, wenn die Kinder irgendwie ein bisschen aus dem Gröbsten raus sind, dass du noch eine Lehre machen möchtest oder vielleicht sogar mal studieren willst oder weiß ich was? Also ich möchte auf jeden Fall eine Lehre machen. Ne? Als was? So, als Friseurin. Na, als Friseurin, na klar. Ja. Guter Beruf, wichtiger Beruf. Super. Ja.
Mensch, Andrea, ja. Dann bin ich aber froh, dass sich das alles wieder so normalisiert bei dir. Das hätte alles ganz schlimm enden können. Das hätte mit Tod und Krankheit enden können. Ja. Gut, dass du dich da hast draus befreit. Das ist schon eine Leistung, da kannst du stolz drauf sein. Finde ich schon. Ja, bin ich jetzt auch im Nachhinein. Finde ich also, auch eine tolle Sache, wirklich. Ich würde auch also allen anderen Frauen, die in meiner Situation sind oder jetzt in der Situation sind, wo ich mal drinne war, also die sollen auf jeden Fall nicht aufgeben. Die sollen, also wenn die Kinder haben, auch an ihre Kinder denken und man kann das schaffen. Also und du bist der beste Beweis dafür. Ja. Liebe Andrea, alles Gute wünsche ich dir und viel Kraft weiterhin und gute Besserung auch noch. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema. Morgen steht die ganze Sendung wieder unter einem Thema. Und morgen heißt das Thema verrückte Partys. Ich möchte gerne mit euch über verrückte Partys reden. Über Sexpartys, über Fetischpartys, über vielleicht Partys an ungewöhnlichen Orten. Und ich möchte auch darüber sprechen, was ihr auf Partys vielleicht an ungewöhnlichen Sachen oder auch an dramatischen Sachen erlebt habt auf einer Party. Also, das Thema heißt morgen verrückte Partys. Welche Erfahrungen habt ihr da? Was habt ihr auf Partys schon so alles an unglaublichen Sachen vielleicht erlebt? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 beginnt die Sendung und rund um die Uhr könnt ihr mailen unter domian@wdr.de. Hier ist ein Mann, davon gehe ich mal aus, und der heißt Ryan. Hallo? Oh nein. Eine Frau. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Hörst du mich? Ja, sicher. Hallo Domian. Hallo. Wie spricht man deinen Namen aus? Rehan. Richtig. Du bist 33? Richtig. Ja. Um was geht's, Rehan? Um Selbstmord. Um Selbstmord? Mein Bruder ist vor 1,5 Jahren tot aufgehangen. Mhm. Und das hat meine ganze Familie nicht verarbeitet. Absolut nicht. Wo hat er sich aufgehängt? Ob er sich selbst aufgehangen hat, das wissen wir nicht. Er wurde aufgehangen gefunden. Ach so, das heißt, man vermutet eventuell, es besteht auch noch die Möglichkeit, dass ein Verbrechen vorliegt. Richtig, aber danach hat ja keiner, sag ich mal, nachgeforscht. Die Staatsanwaltschaft hat das als Justizfall abgeschlossen, wir aber nicht. Ja, wo hat man ihn gefunden? Bei meinen Eltern oben auf dem Spitzdach. Wer hat ihn gefunden? Die Polizei. Und wie kam die Polizei gerade auf das Spitzdach? Ja, und zwar war er spurlos verschwunden auf einmal. Sein Auto stand vor der Tür und er war weg. Wir haben natürlich gesucht, ne? Wir haben über eine Woche gesucht und wir haben ihn nicht gefunden. Und waren wir natürlich ständig bei der Polizei. Mhm. Wir haben gesagt, mein Gott, der Junge ist 24, vielleicht möchte er abschalten, vielleicht möchte er sich ein bisschen zurückziehen. Aber nach 2 Wochen haben sie dann, weil wir halt natürlich nicht locker gelassen haben, haben sie den dann gesucht. Ich denke mal, die sind da gezielt dann vorgegangen. Erst waren sie bei ihm zu Hause, also wo er gewohnt hat mit seiner Freundin. Ja. Dann waren sie bei meinen Eltern und haben auch gefragt, wo gibt's denn hier irgendwelche Verstecke? Waren die unten im Keller, dann oben am Spitzdach und da haben sie ihn gefunden. Das ist ja Wahnsinn, dass die Polizei denn das Haus der Eltern durchsucht. Ja. Haben sie ihn gefunden und er hing laut Autopsie 11 bis 12 Tage. Der war über 2 Meter lang. Und das sind so Horrorbilder, die mich heute noch verfolgen, was wir alle nicht verkraftet haben, absolut nicht verarbeitet haben. Warum, weswegen? Hat das denn jemand aus der Familie den Anblick gehabt? Hat jemand aus der Familie ihn dann dort hängen sehen? Nein, Gott sei Dank nicht. Überhaupt die nicht. Polizei hat die Familie weggehalten. Genau. Das heißt aber, 12 Tage hing er im Speicher deiner Eltern? Ja, genau, mit dem Abschleppseil. Unfassbar. Es war halt im Mai und war auch nicht gerade so kalt. Und ja, dann hat man uns dann natürlich auch erzählt, da waren auch schon Maden dran. Und das sind natürlich so Geschichten. Und man hat das nicht auch nicht gerochen, wenn es dann schon warm war? Nein. Auch nicht, nein. Er hat keinen Abschiedsbrief, nichts hinterlassen? Gar nichts. Das ist es ja, Domian, wir können es nicht verarbeiten, er hatte seine Arbeit, er hatte seine Freundin seit fast 6 Jahren.
Er hatte sein Auto, was ihm auch sehr viel bedeutet hat. Er hatte eigentlich alles. Es gibt auch kein Problem, was wir kennen. Wenn wir jetzt wüssten, er wäre schwer krank gewesen, dass wir dann... Ja, aber vielleicht gibt es irgendetwas, was er von der Familie ganz ferngehalten hat. Das ist ja auch unsere Vermutung. Und wohin geht die Vermutung? Ja, und zwar ist das sein Vorarbeiter gewesen. Zuletzt hat man ihn mit ihm gesehen, der hat ihn abgeholt. Und was vermutet ihr da? Ein Streit, oder? Nein, der Vorarbeiter war schwul. Und er hatte wohl großes Interesse, laut seiner Freundin, ne? Und von meinem Bruder halt die Freundin, die hat uns dann auch halt ein paar Einladungskarten gezeigt und wie wir dann aus der Türkei zurück waren, wir haben ja da unseren eigenen Friedhof, der wurde ja da beerdigt. Also ihr seid eine türkische Familie? Ja, und dann sind wir zurück und dann habe ich ihn natürlich aufgesucht. Ne? Ich wollte unbedingt mit ihm reden, ob da irgendwas vorgefallen ist. Ob wirklich mein Bruder irgendwas nicht verarbeitet hat, ob er sich wirklich das Leben selber genommen hat, weil... Kann das denn sein, ich unterbreche dich mal, kann das denn sein, dass dein Bruder vielleicht auch schwul war oder bisexuell und dass er das für sich nicht verkraftet hat und deshalb sich das Leben genommen hat? Ja, und ich habe auch in diese Richtung gedacht, aber war halt nicht der Fall. Woher weißt du? Absolut, hetero, absolut nicht. Und auch. Aber woher weißt du das? Woher wisst ihr das? Woher wollt ihr das wissen? Was meinst du, wie viel geheime Leben es gibt? Und je heterosexueller ein Mann ist, desto desto mehr ist es kaschiert, wenn so etwas vorfällt. Hatte er denn ein öfter Kontakt zu diesem Vorarbeiter? Ja, und das wie wir dann seinen Spind leer räumen mussten. Der hatte ja einen Werkzeugspind, wo auch der Arbeitgeber oder wo das Büro auch einen Schlüssel hat, und aber seinen privaten Spind, der war aufgebrochen. War alles raus. Hat man rausgenommen. Irgendwas ist da gelaufen. Und aber eine fremde Person wird doch deinen Bruder nicht im Elternhaus erhängen. Das ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Die könnten da reinkommen. Das ist auch nicht das Problem. Es ist ja nicht immer jemand da. Schon, aber würde nicht letztendlich ein Fremdtäter, die Tat irgendwo anders vollziehen und nicht gerade im Elternhaus des Opfers? Ja, aber jetzt denk mal anders. Vielleicht wollte er auch, dass wir so denken. Das ist dann auch mein Gedanke. Warum war der Spind leer? Warum sind die privaten Sachen raus? Na, da muss doch irgendwas gesagt, irgendwas laufen sein. Wieso redet der nicht mit uns? Wieso hat er mit uns überhaupt nicht geredet? Das ist ja sein Vorarbeiter. Ich habe auch den Chef gesprochen. Wie kann das sein? Der Vorarbeiter ist sicher auch von der Polizei vernommen worden? Nein, leider nicht. Nicht? Leider nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Habt ihr denn die Polizei nicht darauf aufmerksam gemacht? Habe ich gemacht. Habt ihr nicht gemacht? Nee, haben die nicht. Nee, warum habt ihr das nicht gemacht? Also wir haben alles Mögliche versucht. Wir wollten mit ihm reden, wir wollten... Nee, warum habt ihr die Polizei nicht aufmerksam gemacht auf diesen Verdacht? Haben wir, aber die Polizei, also wissen Sie, die Polizei, die hat uns erklärt, wenn jemand aufgehangen gefunden wird, wird das als Justizfall abgeschlossen, wie viele die finden würden, die sich aufhängen. Das könnten wir uns nicht vorstellen. Wurde die Leiche obduziert? Ja, wurde auch. Und es wurde keine Fremdeinwirkung in keinster Weise festgestellt? Nee. So haben die das uns weitergegeben. Vielleicht denkt man ja als Angehörige auch dann eher an ein Verbrechen, als denn an die Unfassbarkeit, dass er es selbst gemacht haben könnte. Kann auch natürlich dass man sich vielleicht auch so ein bisschen hineintröstet. Das ist natürlich sehr schlimm. Das ist jetzt ein großes Fragezeichen, ein furchtbares Fragezeichen über eurer Familie, was wahrscheinlich immer da sein wird jetzt. Immer, ja, leider. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Bruder? Sehr gut. Sehr gut. Wir haben viel gelacht, wir haben viel zusammen, also sehr viel Zeit verbracht. Also er hat mir auch alles erzählt. Also eine auch sehr vertraute. Ich war schon die Lieblingsschwester von meinem Bruder. Aber weißt du, Rehan, ich habe hier schon von so geheimen Doppelleben erfahren, wo alle Familienangehörigen
und die Ehefrau und die beste Freundin und die Schwester nie und nimmer irgendetwas erfahren hätten oder erfahren haben. Ja, ich weiß das, ich verfolge ja auch deine Sendung total oft, da höre ich ja auch so Geschichten, das finde ich ja auch total unfassbar, klar. Aber dennoch bleibt natürlich der Verdacht bei euch, was ich verstehen kann, wenn man betroffen ist. Was ist geschehen? Warum wurde es getan? Und vielleicht gibt es einen Täter und der Täter läuft nach vorne rum. Ja, warum? Mhm. Die Frage einfach, warum? Wir suchen nur nach einer Erklärung, damit wir da irgendwo... Wie sind denn deine... Für deine Eltern ist das ja auch ein unglaublicher Schock gewesen. Meine Mutter ist immer noch krank. Können die in dem Haus überhaupt noch leben? Ja, die möchte auch da nicht weg. Die sagt, er kommt wieder. Die ist ja... Die kriegt ja unheimlich... Die lebt jetzt nur mit Tabletten und sagt auch schon mal, ich gehe jetzt mal raus, vielleicht sehe ich den. Wagt es denn jemand? Ja. Wagt es denn jemand von euch da auf diesen Speicher zu gehen? War noch kein Mensch da oben, kein Mensch. Im Leben nicht. Ja. Ich mag auch nicht da hingehen. Ich bin zwar wohl auch umgezogen in die Nähe zu meinen Eltern, weil ich halt auch, wir passen jetzt so ein bisschen auf meine Mutter auf, die soll auch nicht ganz so oft alleine sein. Und ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Redet ihr jetzt auch nach anderthalb Jahren in der Familie noch oft darüber oder redet man nicht mehr, weil man alles schon besprochen hat? Wir reden schon sehr viel. Ja, immer noch, weil wir das nicht verarbeitet haben. Ich habe danach Gürtelrose bekommen, ist ja natürlich auch eine Nervenkrankheit. Ich habe das überhaupt nicht verarbeitet. Ich kann das auch nicht verarbeiten. Ich denke total viel darüber nach. Ich denke immer wieder darüber nach, was muss einen Menschen bewegen, was muss passiert sein, dass man sich selbst das Leben nimmt. Und auch auf diese Art und Weise, ne? Auf diese Art und Weise. Okay, bei der Autopsie haben die auch gesagt, er hatte auch Genickbruch, er war also sofort tot, er hat auch nicht gelitten. Aber dass der in den Sarg nicht gepasst hat, weil er über 2 Meter lang war, diese Horrorbilder. Welche Not muss in einem Menschen sein, der kurz vor einem solchen Schritt steht? Genau. Das ist nicht begreiflich. Ist es denn bei dir? Hast du denn irgendwie auch Hilfe mal beansprucht von außen, um vielleicht damit klarer zu kommen? Nicht. Ich bin... möchte ich auch irgendwie nicht. Ich möchte das eigentlich... Für dich alleine schaffen. Alleine schaffen, ja. Ja, kann ich verstehen. Ich funktioniere auch eher so. Aber irgendwann muss man vielleicht auch sehen, wenn man es nicht kann, dass man, wenn es die eigenen Kräfte überschreitet, dass man dann doch nach außen den Strohhalm greift und sich Hilfe holt. Ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Musst du nicht, aber ich biete es dir sehr gerne an. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Wir können es auch sein lassen. Ich möchte dir das wirklich nicht aufdrängen. Nee, nicht aufdrängen, aber ich denke mir einfach, es ändert sich nichts an der Tatsache. Vielleicht nur, dass ich das anders verarbeiten kann und verarbeiten werde. Wir können ja so verbleiben. Wenn du ein Gespräch möchtest, kannst du uns ja nochmal mailen. Ja. Und dann rufen wir dich zurück und dann würden wir dich jetzt in Ruhe lassen. Das heißt, wir rufen dich nicht an und dann kannst du es nochmal in Ruhe überlegen und es dann entscheiden. Vielleicht sollte ich das doch mal machen, damit ich auch mal nachts schlafen kann. Oder so, ja. Also, wie du möchtest. Ja, doch. Ich glaube, ich nehme das an. Okay, liebe Rehan. Dann legst du bitte auf und die Anja ruft dich an. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft. Dankeschön. Sehr viel Kraft, mit diesem schweren und sehr schlimmen Unglück einigermaßen zu leben. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Domi. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Jetzt muss ich meine Regie mal bitten, die Leitung 1 zu trennen. Sonst kann hier ich nicht weitermachen. Die Leitung 1 ist blockiert. Ihr müsstet mir die Leitung 1 wegnehmen. Das funktioniert jetzt nicht. Dann machen wir es mal so. Habe ich jetzt... Jetzt ist auch die Leitung 5 weg. Dann frage ich jetzt meine Regie, mit wem wir weitermachen. Hallo Regie. Mit Uta. Da machen wir mit Uta weiter. Und Uta ist 45. Entschuldigung, Uta. Jetzt hätte ich dich beinahe fast 10 Jahre älter gemacht. Hallo Uta. Hallo
Domian. Ja, ich grüße dich. Ich kann schon glauben, dass du am anderen Ende der Leitung bist. Ich bin also 45. 45. Ich grüße dich sehr herzlich. Liebe Uta, um was geht's denn bei dir? Ja, ich bin seit der Ehe verheiratet. Seit ungefähr 7,5 Jahren. Ich habe zu Beginn der zweiten Ehe meinen Mann kennengelernt und gleichzeitig an Krebs erkrankt. Achso, du hast deinen zweiten Ehemann kennengelernt und du bist gleichzeitig an Krebs erkrankt? Ja. Also vor 7 Jahren? Vor über 7 Jahren? Ja. Ja. Was für eine Krebserkrankung war das? Es war eine Brustkrebserkrankung und die war leider weiter fortgeschritten. Ja. Ich habe also meine linke Brust amputiert bekommen. Ja. Habe indessen, worüber ich mit ihm nicht geredet habe, große Bedenken gehabt, ob er diese Beziehung aufrechterhält. Habe mich sehr gewundert, irgendwie, dass das gemacht hat. Wegen der Amputation? Bitte? Wegen der Amputation? Wegen der Amputation, ja. Ich kam mir nicht mehr vollständig vor. Nicht mehr, ich soll es sagen, wie so eine unvollständige Frau halt eben. Und ich habe aus erster Ehe einen Sohn, den kann mein Mann nicht akzeptieren, weil die kabbeln sich ewig nebeneinander. Ja. Mein Sohn, der ist ja wortgewandt, sehr intelligent. Ja. Und mein Mann, von dem lässt er sich halt eben keine Vorschriften machen, wie soll ich das dann eben sagen. So, lass uns mal eins am anderen nochmal über die Erkrankung sprechen. Ja. Also, du hast dann eine Brust amputiert bekommen. Ja. Dein Mann ist aber bei dir geblieben. Mein Ex-Mann, der wollte mich zu diesem Zeitpunkt zurückhaben. Aber ich habe dieses Ereignis so gesehen, dass ich endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Ja. Ich hatte es aber gerade so verstanden. Dass du mit Beginn deiner Krebserkrankung deinen zweiten Ehemann kennengelernt hast. War das richtig verstanden? Den zweiten Ehemann, den habe ich schon eigentlich vorher so lose gekannt, ohne mit ihm etwas zu haben. Aber ich habe den Beginn meiner Krebserkrankung dazu gesehen, um unter diese ganzen Scherben meiner ersten Ehe einen Schlussstrich zu ziehen. Ja, aber dennoch kam es dann zu einer Ehe mit deinem zweiten Ehemann. Ja. Obwohl du erkrankt warst und während du erkrankt warst. Ja. Ja. Bist du mit dem Mann bist du heute auch noch zusammen? Ja, mit dem bin ich heute auch noch zusammen und mit dem bin ich jetzt 7,5 Jahre verheiratet. Ja. Wie ist denn euer Verhältnis? Zwischen meinem Mann und mir? Ja. Ja, eigentlich so 50-50, sage ich mal. Ja. Das heißt also, er akzeptiert meinen Sohn nicht so richtig. Mein Sohn ist sehr... Wie alt ist denn der Sohn? Mein Sohn ist mittlerweile 24. Der wohnt aber dann gar nicht mehr zu Hause wahrscheinlich. Der wohnt seit 2 Jahren nicht mehr bei uns im Hause. Wir haben neu gebaut. Ja. Und das war das absolute Trauma, seit wir dieses Haus fertiggestellt haben und er mit eingezogen ist, weil er hat von meinem Mann, was ja nicht sein Vater ist, sich überhaupt nichts sagen lassen. Er hat gemeint, er könnte machen, was er wollte. Aber nur ist er draußen. Ja, Gott sei Dank. Was ist genau der Grund deines Anrufes, Uta? Also, der Grund meines Anrufes ist der, mein Sohn ist ausgezogen, da habe ich gedacht, es kehrt etwas Ruhe in mein Haus ein. Aber mein Mann hat seit 4 Jahren keinen Sex mehr mit mir. Seit 4 Jahren? Seit 4 Jahren. Gar nichts mehr? Gar nichts mehr, absolut nichts mehr. Obwohl der Annäherungsbesuche, Versuche meinerseits, die blockt er ab. Ja. Dann sagt er zu mir, hier, was willst du? Lass mich doch gehen, lass mich in Ruhe. Und gleichzeitig sehe ich, dass er im Internet chattet. Auf stundenlang. Sexseiten und sich mit Frauen vielleicht unterhält? Oder? Ja, genau, Domian. Glaubst du, dass das irgendetwas noch zu tun hat mit deiner Brustamputation? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ihr hattet Ich denke mir schon. Obwohl, ihr hattet ja
eine Phase, wo ihr eure Sexualität gelebt habt. Da hattest du ja auch, da war die Brustamputation ja schon passiert. Ja, sicher. War passiert. Aber mein Leben vor unserer Hochzeit, sag ich mal so, nach meiner Amputation, da hat er gesagt, hier, was gemacht werden muss, das muss halt eben gemacht werden. Mhm. Und das habe ich an ihm so toll gefunden, dass er mich so verstanden hat. Mhm. Also du hast schon den Eindruck gehabt, dass er bei der schweren Erkrankung dir zur Seite gestanden hat. Ja, das schon. Das auf jeden Fall. Das ist ja schon mal gut zu hören. Ja, das habe ich auf jeden Fall so verstanden. Auf jeden Fall. Ist das denn jetzt so, dass er auch in keinster Weise mehr zärtlich zu dir ist? Ja, so ist es. In keinster Weise. Schlaft ihr zusammen in einem Zimmer? Ja, wir schlafen zusammen. Und es gibt kein Mal kuscheln aneinander und streicheln? Gar nicht? Auch nicht. Ihr lebt völlig wie Bruder und Schwester nebeneinander? Ja, genau so. Mhm. Genau so ist es. Und das missfällt mir so. Ich schiebe das immer zurück auf meine Erkrankung. Ich denke, hätte sie die Brust noch auf gut Deutsch gesagt, dann wäre anders zu dir. Ich sag dir mal was ganz Spontanes, was ich so empfinde, nach dem, was du erzählt hast. Ja. Ich glaube nicht, dass der anders zu dir wäre, wenn du deine Brust noch hättest. Dass dir natürlich der Gedanke kommt, verstehe ich schon. Aber so wie du deine Geschichte jetzt erzählt hast, glaube ich, das hat andere Ursachen. Welche? Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Bist du sicher? Ja gut, es kam noch, wenn ich das in ein paar Sätzen erwähnen darf, vom halben Jahr ist sein Vater gestorben an Tuberkulose, an Lungentuberkulose. Mhm. Und ich habe ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis gehabt zu meinen Schwiegereltern. Mhm. Ich habe ihn in dieser Zeit, wo sein Vater so schwer erkrankt war, nicht begleitet. Ah, ja. Und ich denke mir, das nimmt er mir übel. Vielleicht. Aber wiederum geht das seit 4 Jahren so. Ja. Das hat also dann damit nicht unbedingt, vielleicht hat das Ganze noch verstärkt. Bist du sicher, dass er keine andere Frau hat? Ich weiß nicht, er chattet darum stundenlang. Mhm. Er sagt dann, nee, es ist nicht so. Und ich bin mir viel zu blöd, dass ich immer sage, hier, du hast gechattet. Verstehst du mich? Und ich weiß, dass er chattet. Mhm. Gibt es denn mal so eine Situation, wo ihr beiden zusammensitzt und ganz offen versucht zu reden, dass du ihn fragst, was ist los? Sage mir die Ursachen. Traust du dich das? Ja klar, traue ich mich. Was antwortet er dann darauf? Ich habe schon versucht in der Vergangenheit. Was antwortet er denn? Erwidert er mir absolut überhaupt nichts. Das ist das alte Lied. Das ist die alte Masche. Und das ist so demütigend für die Person, jetzt in deinem Fall für dich, weil du stehst da vor der Wand und weißt gar nicht, um was es geht. Du fühlst dich natürlich verletzt und klar, logisch. Der begehrt dich nicht. Das heißt, im Klartext heißt es, der begehrt dich nicht. Punkt. Ja. Wenn er dich begehrt. Das ist im Klartext und das ist auch das Resümee. Aber es geht ja noch weiter. Es geht ja nicht nur um Begehren. Er empfindet ja wohl offensichtlich nicht mal mehr eine Zärtlichkeit zu dir, dass er dich mal in den Arm nimmt, dass er dich streichelt, dass er... Das habe ich neulich noch erlebt. Da hat er oben, wir haben ein eigenes Haus, wir haben ein Gästezimmer, da ist auch ein Fernseher. Da hat er dann auf dem Bett gelegen und hat seine Fernsehsendung gesehen. Und dann bin ich zu ihm gekommen, da habe ich gesagt, was guckst du denn hier? Da sagt er auch nichts. Sag ich leg mich mal zu dir. Und da hat er bei mich gesagt, hier, was willst du eigentlich hier? Hat er gesagt? Ja, hat er bei mich gesagt. Wie bitter. Und das fand ich schon sehr bitter. Weißt du, was ich finde? Ihr beide müsstet in eine Eheberatung gehen. Das macht er niemals. Gehst du denn alleine? Das macht er nicht. Würdest du denn alleine gehen? Ja, ich würde gehen. Dann auf geh. Jeden Fall. Dann geh. Dass du einen Gesprächspartner hast, mit dem du reden kannst. Und sag deinem Mann, dass du gehst. Damit er weiß, dass hier brennt. Hier ist was wirklich nicht in Ordnung. Geh. Meinst du echt? Ja, geh. Er wird sich daran stören. Das weiß ich nicht, aber es ist für dich gut, wenn du gehst. Und ich würde es machen. Ja, dann mach es. Dann mach es. Du kriegst auf jeden Fall durch die Gespräche, kriegst du neue Impulse, du kriegst, ihr kommt vielleicht auf Ideen durch die Gespräche und vielleicht auch eine neue Richtung. Ich würde dir gerne eine Anlaufstelle, eine Beratungsstelle in deiner Umgebung nennen lassen, jetzt von meiner Psychologin. Gerne. Und dann machst du das.
Ja, klar. Ich finde 4 Jahre... Ich bin ja der letzte Gegner davon. Ja, 4 Jahre nichts gesagt normal, und oder? Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das finde ich ganz schlimm. Nicht, nee, nein, nein. Ich finde es auch immer so ungeheuerlich, dass die Partner ihren Mund nicht aufmachen. Es ist so verletzend. Das finde ich auch. Ja. Ich beziehe es ja auf meine Erkrankung, weißt du? Mhm. Ich denke ja, weil ich die Brustkrebserkrankung hatte, dass es deswegen irgendwie scheut. So, Uta, jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an und alles Weitere dann in dem folgenden Gespräch. Das ist nett von dir. Tanja. Alles Gute von Herzen. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jennifer, 18 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Jennifer, was ist dein Thema? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich, also meine Mutter und mein Stiefvater, der Sohn von meinem Stiefvater, also von meinem Stiefvater und ich wohnen halt zusammen. Mhm. Und ich und mein Stiefbruder, wir haben uns verliebt. Mhm. Also ihr seid Halbgeschwister. Ja. Nee, also gar nicht mal, ne? Eigentlich nicht, nee. Nee, eigentlich nicht. Also das ist der Sohn von meinem Stiefvater. Genau. Der wiederum nicht dein Vater ist? Also ihr seid im Prinzip ganz fremde Leute. Genau, eigentlich. So, ist er, also blutsverwandt seid ihr nicht? Nein, blutsverwandt sind sie nicht. Wie alt ist denn der Bruder? Der Stiefbruder? 16. 16? Ja. Und jetzt ist es halt so, dass ich schwanger von ihm bin. Ach du lieber Himmel. Ja. Wie ist denn das passiert? 18 Jahre, da weißt du doch, was Verhütung bedeutet. Ja. Aber? Wir haben einmal nicht aufgepasst. Ja, und dann ist es halt passiert. Und jetzt haben wir halt Angst, wie wir das unseren Eltern beibringen sollen. Das heißt, diese Beziehung zwischen euch beiden läuft ganz geheim? Ja, seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr. Und wie lange lebt ihr schon zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre? Und da ist vorher nie irgendwas vorgefallen? Und nein, vor einem Jahr hat es angefangen. Wie kann das? Ich meine, wenn man so lange zusammenlebt, ist das irgendwie ein eingespieltes Team. Und dann plötzlich bricht so eine Erotik aus und eine Verliebtheit. Wie kam das? Ich weiß, es ist einfach so halt. Wir haben uns ineinander verliebt und dann hat meine Mutter es halt gemerkt und hat uns auch gewarnt, dass halt nichts zwischen uns läuft. Wie hat sie das denn gemerkt? Ja, wie wir uns angeguckt haben und wir haben halt nicht mehr so miteinander geredet wie vorher. Ja, ja. Mhm. Und das hat meine Mutter und mein Stiefvater halt gemerkt. Ja. Ja, und dann ist mein Stiefvater ausgeflippt. Der ist auch stark Alkoholiker. Mhm. Ja, und ich weiß halt nicht, was wir machen sollen, ne? Im wievielten Monat bist du denn? Im dritten. Im dritten schon? Ja. Und wir wollen das Kind halt auf jeden Fall bekommen. Da seid ihr ganz entschlossen. Ja. Mhm. Was machst denn du sonst? Jetzt, bitte? Also ab dem 1.4. habe ich eine eigene Wohnung. Mhm. Wir würden halt auch gerne zusammenziehen. Jennifer, stellst du bitte mal den Ton ganz weg vom Fernseher? Ja. Oder vom Radio? Eine eigene Wohnung hast du? Also noch nicht ab dem 1.4. Nur ist ja dein Freund oder dein Bruder ist ja noch nicht volljährig. Nein. Das heißt, er könnte da ja noch gar nicht unter Umständen mit hinziehen. Nein, das würden meine Eltern auch nie im Leben erlauben. Ja. Wer weiß denn jetzt davon, dass du schwanger bist? Also ein paar Freunde von uns und sonst niemand. Sonst niemand? Nein. Und da war auch keine Sekunde irgendwo, dass ihr gedacht habt, nein, wir wollen das Kind nicht haben. Ihr wart entschlossen, wir wollen das Kind haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was machst du? Hast du einen Job oder machst du eine Lehre oder was machst du? Ja, ich mache eine Lehre als Kinderpflegerin. Als Kinderpflegerin? Wie, ja. Wie praktisch. Ja. Ja. So, jetzt habt ihr das ganz große Problem. Die Zeit arbeitet gegen euch in dem Sinne. Das heißt, bald ist es gar nicht mehr zu verheimlichen, dass du schwanger bist. Eben. Mhm. Aber ich habe auch halt große Angst vor meinem Stiefvater. Dass er dich schlägt oder dass er dir irgendwie das Leben zur Hölle macht. Jetzt, wann ist genau jetzt der Auszug von zu Hause? Also am 1.4. ziehe ich in eine neue Wohnung. Ja. Alleine. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Nicht gut. Auch nicht gut? Nein, gar nicht gut. Deswegen ist ja auch der Grund, warum ich halt auch, weil es gar nicht mehr zu Hause geht. Mhm. Naja, und sie verschließt die Augen vor alles. Mhm.
sie lässt sich halt alles von meinem Stiefvater gefallen. Ja. Ja. Sie lässt sich auch schlagen von ihm. Aha. Also da hast du keine große Stütze in der Mutter. Nein, gar nicht. Wenn du, es war gerade so meine Idee, wenn das Verhältnis gut gewesen wäre zu deiner Mutter, hättest du ja mit ihr schon mal sprechen können. Aber nee, das ist ja dann auch alles gar nicht so einfach für dich. Das Allerbeste ist natürlich, und das, worauf du dich wahrscheinlich freust, wenn du da raus bist. Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn das arrangiert worden? Wie finanzierst du das in eine eigene Wohnung? Von meinem Ausbildungsgeld. Ich krieg BAföG und... Ach ja, das schaffst du dann auf alles alleine dann auf die Beine zu stellen? Ja. Hm. Weil jetzt auch halt, ich mach den Haushalt und weil meine Mutter das halt nicht auf die Reihe kriegt und kümmere mich jetzt schon um alles. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, ob das klug ist, so früh wenn die Verhältnisse so schwierig und so kaputt sind, wenn du jetzt schon sprechen solltest zu Hause. Vielleicht solltest du erst abwarten, wenn du im Schutz auch deiner eigenen Wohnung bist. Ja, aber dann habe ich ja auch noch halt Angst um meinen Freund. Ich verstehe. Ich verstehe auch eure Not, dass ihr, wenn ihr mit keinem so richtig reden könnt und da sind ja 1000 Fragen, die da irgendwie wahrscheinlich auf euch einprasseln im Moment. Ja. Ich habe halt nur Angst, dass es ist ja schon mal so, also mein Stiefvater hat meinen Freund halt schon mal krankenhausreif geschlagen. Hat den Arm gebrochen und alles Mögliche. Und davor habe ich halt auch Angst. Ne? So schlimm hat sein Vater hat das schon so schlimm mit ihm gemacht. Ja. Weiß das Jugendamt? Ich weiß halt auch nicht, was er machen soll. Weiß das Jugendamt das? Ja, wir haben schon mit denen geredet. Aber die wissen ja, nicht, dass du schwanger bist. Ja, ja. Die wissen das auch, dass du schwanger bist? Die wissen das auch, ja. Ah, das ist doch schon mal ein guter Schritt. Was haben die denn gesagt? Ja, das ist ja halt das Problem. Ne? Wenn die dann kommen und gucken, dann tut meine Mutter und mein Stiefvater halt so, als ob alles in Ordnung wäre und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und die können auch nichts machen im Prinzip. Was haben die euch denn geraten, was du oder was ihr tun sollt, die Leute vom Jugendamt? Ja, also die meinten, dass wir halt ein Gespräch mal zu dritt, mit dem Jugendamt zusammen machen müssen, dass die vielleicht dann nicht halt so ausrasten, dass sie sich dann erstmal beruhigen und so. Wäre das nicht eine gute Idee? Ja, schon doch. Also irgendwie muss die Sache ja ans Tageslicht. Ja. Irgendwie muss die ans Tageslicht. Und das Allerbeste wäre, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um deinen Freund. Wenn du bist dann bald raus und hast deine eigenen 4 Wände, das ist ja schon mal gut. Eben, genau. Aber ich finde auch schon mal gut, dass das Jugendamt Bescheid weiß, dass der Stiefvater sehr gewalttätig ist. Vielleicht wäre es ja eine Lösung vorzuschlagen, dass dein Freund, bis er volljährig ist, vielleicht irgendwo in eine WG unter Aufsicht des Jugendamtes irgendwie unterkommt, dass er auch aus der Familie da rauskommt. Ja, das haben wir ja halt auch schon, deswegen bin ich auch zum Jugendamt gegangen, weil eigentlich wollte ich, dass die uns vielleicht erlauben, dass wir zusammenziehen dürfen. Ja. Aber weil er halt noch so jung ist und wie gesagt, dass es halt besser wäre, wenn er dann eine WG oder genau, ein Heim oder sowas ziehen wird. Aber das will mein Freund halt nicht. Ne? Warum nicht? Es wäre doch für ihn dann vielleicht unter Umständen viel schöner, als da in dieser krassen Familie zu wohnen. Ja, aber er macht sich halt auch, weil sein Vater ist ja halt ziemlich alkoholabhängig. Und er will ihn dann auch nicht irgendwie allein lassen. Das ist ja immer noch sein Vater halt, ne? Das ist sehr ehrenwert, dass er so denkt. Aber er macht sich halt Schuldgefühle oder so, dass er ihn dann vielleicht alleine lassen würde. Also ich sag ja auch immer, dass es Quatsch ist, aber... Ist dein Freund zufälligerweise bei dir gerade? Ja. Ob er mal ein paar Worte mit mir spricht? Ich glaube nicht, nee, er möchte nicht. Okay, aber vielleicht hört er jetzt mit oder du kannst es ihm dann ja auch ausrichten. Ich finde das einen sehr, sehr netten Charakterzug von ihm, dass er sich sogar Sorgen macht um seinen Vater und dass er Angst hat, ihn alleine zu lassen. Ich finde, diese Sorgen muss er sich nicht machen. Dein Freund wird seinen Vater nicht aus dem Alkoholismus rausreißen. Ja. Hundertprozentig nicht. Und wenn er schon so schlechte Erfahrungen mit dem Vater gemacht hat, finde ich, hat er das ganz, ganz große Recht, da rauszugehen. Aber das Schlimmste ist ja noch, der Vater macht mir ja immer noch Vorwürfe und alles das, was wegen ihm, der ganze Alkohol und sonst was alles. Das sagt der Vater? Weil er halt früher war er auch, also nicht drogenabhängig, aber er hat halt gekifft und so. Dein Freund? Ja, genau. Und der Vater sagt wegen... Ich bin zur Schule gegangen und alles. Und der Vater sagt wegen des Sohnes sei er, der Vater, alkoholabhängig.
Genau. Das ist eine absolut feige Masche, sage ich dir. Das ist eine absolut feige Masche. Kein erwachsener Mensch darf einem Jugendlichen vorwerfen, ich bin wegen dir jugendabhängig. Das ist eine Flasche, der Vater. Ja. Das ist wirklich eine Flasche. So darf er nicht mit seinem Kind reden. Damit macht er dem Kind so ein schlechtes Gewissen, seinem Sohn. Und die Folgen sieht man ja jetzt auch. Ich finde, dass dein Freund wirklich mit gutem Gewissen da rausgehen kann. Und er soll sich dann nicht um seinen Vater kümmern, denn dem kann er eh nicht helfen. Der soll sich um sein Kind kümmern. Ja. Ja, er ist ein ganz junger Papa, das ist sehr ungewöhnlich. Aber nun ist es mal, wie es ist. Und ihr beide werdet noch sehr viele Sachen zu tun haben. Und dafür sollte dein Freund einen freien Kopf haben. Ja. Und ich finde schon mal sehr, sehr, auch von dir toll, Jennifer, dass du das mit dem Jugendamt, dass du alles eingefädelt hast und Vorschläge gemacht hast. Ja, ich möchte halt, ich bin ja volljährig. Ich kann sozusagen machen, was ich will, aber er ist halt noch so ich verstehe. Gefangen da drin. Aber so und dieses... Halt, und der hat sehr, sehr darunter gelitten, so dass der Vater halt so abgerutscht ist. Ist dann selber in Drogen reingekommen, wollte sich schon mal umbringen. Ja. Wie ist denn, geht denn dein Freund noch zur Schule? Ja, der geht noch zur Schule. Da müsst ihr auch unbedingt darauf achten, dass er aber wirklich die Schule zu Ende macht und einen Abschluss hat. Ja, das hat er ja jetzt selber eingesetzt. Ganz wichtig, ganz wichtig. Was für ein Abschluss soll das werden? Ein Realschulabschluss? Hauptschule. Okay, aber den muss er auf jeden Fall schon mal in der Tasche haben. Ja. Denn ihr habt ja Pläne, ihr wollt ja irgendwie auch mal wahrscheinlich dann zusammenziehen und eine eigene Familie gründen. Ja. Und da ist das natürlich auch schon sehr wichtig. Also, ich wollte noch sagen, dass ich die Idee mit dem gemeinsamen Gespräch mit dem Jugendamt auch gut finde. Ja. Weil dann kann in dem Moment, kann man euch nichts antun. Und da müsst ihr nicht so Angst haben. Ja. Und red deinem Freund nochmal ins Gewissen, dass es bestimmt das Klügste wäre, wenn er unter der Obhut des Jugendamtes irgendwo in eine WG oder betreutes Wohnen oder was es da alles so gibt, zieht. Und er muss sich kein schlechtes Gewissen machen wegen seines Vaters. Ja. Finde ich. Ja, finde ich auch. Jennifer, ich weiß nicht, ob du noch eine Beratung brauchst von meiner Psychologin. Ich biete es dir an, aber du hast ja da schon ganz gute Gespräche geführt, ne? Ich habe eigentlich schon, ja. Ja. Ich weiß nur nochmal, dass ich das von Ihnen höre. Ja. Und das alles. Gut, dann habe ich dir ja so meine Meinung gesagt. Ja, danke. Und hoffe, dass ihr beiden das gut auf die Reihe bekommt und wünsche euch von Herzen alles Glück und alles Gute der Welt. Ja, danke schön. Jennifer, schönen Gruß an deinen Freund. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Das war's für heute. In der Technik war Ansgar Machalitzki. Morgen haben wir eine feste Themennacht. Das Thema heißt verrückte Partys. Erzählt mir von euren verrücktesten Partys und was dort unter Umständen alles schon passiert ist. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr...